Ja, hallo Angelfreunde, seid gegrüßt und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Es ist soweit, Freunde, das erste Mal für dieses Jahr am Rhein. Ich bin hier heute an einem schönen Altrhein und ja, komme jetzt gerade vom Parkplatz. Der ist natürlich komplett leer. Also ich bin wirklich der einzige Verrückte, wo Anfang Januar hier ans Wasser fährt. Der Rheinpegel ist gesunken und demzufolge sind auch wieder viele Stellen hier begehbar. Und ja, ich würde sagen, ich suche mir jetzt ein schönes Plätzchen aus. Bau auf, Freunde, und dann versuchen wir heute unser Glück. Drückt mir die Daumen. Auf geht's. So, ihr Lieben, die Sitzgebe steht schon mal. Und ja, ich werde jetzt alles nach und nach aufbauen. Warum jetzt ausgerechnet diese Stelle hier? Ja, die habe ich mir ausgesucht, nicht weil es hier am matschigsten ist, sondern hier habe ich einen tiefen Bereich. Ich würde mal sagen, das muss ich mir jetzt noch genau ausloten. Ich würde mal sagen, auf gut 45 Meter. Und ja, da erhoffe ich mir ganz einfach mal ein paar Rotaugen, dass schon was aktiv ist. Wir werden es mal sehen. Ich angel heute mit einer Rute konzentriert auf Rotaugen. Ich versuche mal so 3-4 Stunden lang irgendwas zu fangen. Es wird heute nicht einfach, das ist klar. Ihr seht es hier am Ufer, ist wirklich noch alles gefroren, alles eisig. Ja, aber werden wir mal schauen. Ich habe hier gerade am gegenüberliegenden Ufer bestimmt 10 Kormorane gesehen. Und ja, wenn so viele Kormorane da rumschwirren, dann muss auch Fisch da sein. Bin mal gespannt. Eine zweite Rute lege ich raus mit Köderfisch. Da versuche ich es ganz einfach mal auf Hecht. Ich habe einen schönen großen toten Köderfisch dabei, den am Stahlverfachsystem. Wie ich das mache, zeige ich euch. Die lege ich dann einfach links, auch im Tiefen, ab auf einen elektronischen Bissanzeiger und wir schauen ganz einfach mal. Wie gesagt, Leute, ich mache jetzt gleich mein Futter fertig. Ja, und dann legen wir los. Auf geht's. So, ihr Lieben, auf geht's mit dem Futter anrühren. Im Prinzip alles wie gehabt, wie ich es schon ganz oft gezeigt habe. Erstmal hier mein Grundfutter. HJG-Drescher, das Roach benutze ich so gut wie immer, wenn es auf Rotaugen geht. Machen wir mal so eine gute halbes Kilo rein. So. Kommen wir hier zur Seite. So, was ich jetzt dazu mache, ist gequetschter Hanf. Den habe ich wieder einen Tag davor mit heißem Wasser eingeweicht. Da hat er einfach das richtige Aroma, ist einfach nur geil. Das dazu. So. So, was ich jetzt noch dazu mache, ist ein bisschen Lockstoff. So, und zwar so eine Verschlusskappe. So. Und das jetzt erstmal trocken verrühren. So. Und jetzt einfach noch mit Wasser anfeuchten. Mit dem Wasser ein bisschen vorsichtig. Kann man ruhig auf 2-3 Mal. So, das passt schon. Es wirkt jetzt noch so ein bisschen nass, aber wenn das jetzt 10-15 Minuten zieht und dann ist es wieder trockener, dann siebe ich das durch, schau mal das an, eventuell nochmal nachfeuchten und dann ist es schon fertig zum Angeln. So, was habe ich noch dabei? Hier noch meinen guten Hanf. Der ist einfach, habe ich wieder daheim gekocht und ja, wie das genau funktioniert, wie man den Hanf so optimal kocht, verlinke ich euch. Seht ihr. Als Hakenköder habe ich heute bei Maden und Pinkies und mehr werde ich nicht brauchen. So, in der Zeit, wo jetzt das Futter zieht, werde ich mir jetzt die Hechtrute rausbringen, sodass die schon mal liegt und das zeige ich euch. So, Leute, auf geht's. Also, die erste Rute geht jetzt rein. Ich habe jetzt hier meine Hechtrute, das ist einfach eine alte Karpfenrute, was kräftig ist. 30er Hauptschnur, Laufblei,
Und dann ein 70 cm langes Stahlvorfach, das so ein bisschen ummantelt. Hoppsala. Das so ein bisschen ummantelt. Und vorne als System zwei kleine Drillinge. Könnt ihr mal schauen. So liegt es jetzt auf Grund. Und ja, wenn da jetzt der Hecht beißen sollte, dann setze ich den Anhieb relativ zügig. Also ich lasse doch gar nicht lang laufen, weil meistens nimmt er den eh von vorne. Und ja, ein Drilling, der greift dann immer. Und so versuchen wir das Ganze mal. Totes Köderfisch, habe ich noch die Schwimmblase raus. Und ja, schauen wir mal, dass was geht, Freunde. Die geht jetzt rein. Und die schmeiße ich mal jetzt mit Gefühl in die Richtung. Okay, hinten ist frei. So, perfekt. Jetzt noch die Rollenbremse auf. Oh, und jetzt setze ich das auf den elektronischen Bissanzeiger. Ja, und dann hoffen wir ganz einfach mal, dass ein schöner Hecht beißt. Das wäre natürlich was. So, ihr Lieben, wie angel ich jetzt hier auf die Rotaugen? Ja? Also ich habe mir jetzt meine Rute aufgebaut. Mein Futter ist bereit. Es kann eigentlich losgehen. Ich fange jetzt hier mal an der Montage an. Was ich benutze, ist meine altbewährte Helikoptermontage. Gerade hier fürs Kleinfischangeln ideal. Habe jetzt hier einen 30 Gramm Korb. Hier kommt dann gleich das Vorfach dran. Aber jetzt zu Beginn habe ich mir auf gut 35 Metern Platz ausgelotet, wo es ein bisschen tiefer ist. Und werde jetzt zu Beginn einfach mal drei Körbchen, hier immer mit so ein bisschen Hanf, könnt ihr mal schauen, in die Mitte vom Korb und drückt es hier rechts und links rein. Ich drücke gar nicht so fest. Und zu Beginn, wie gesagt, nur drei Körbchen rein und dann hängen wir einen Haken dran und mal schauen. Ja, es ist, wie gesagt, es ist richtig kalt und wenn man zu viel füttert, kann man die Fische schnell satt kriegen. Deswegen lieber am Anfang ein bisschen weniger und dann, wenn Fische am Platz sein sollten, kann man immer noch nachlegen. Aber so ist jetzt erstmal meine Taktik. Ja, die Schnur friert so ein bisschen. Ja, ich bin mal gespannt, ob das klappt heute. So, rein damit. In den Clip. Jetzt lasse ich das schön absinken. So. Seht, der Wind kommt von links. Wir haben so ein bisschen Zug drauf, ein bisschen Strömung drauf. Ja. Aber ich denke, mit 30 Gramm komme ich hin. Zur Not habe ich hier noch einen 40 Gramm Korb. Ja, aber das ist jetzt erstmal meine Vorgehensweise. Ein paar Körbchen vorfüttern und dann machen wir gleich den Haken dran. Hakenköder, Maden und Pinkies. Ja, und dann werden wir mal schauen, ob was geht. Wirklich eisekalt. Also ich angel jetzt so die erste Viertelstunde und ich habe immer wieder das Problem, dass man so ein bisschen die Schnur einfriert. Aber da hilft nicht nur ein warmer Kaffee, sondern ich bin auch froh, dass ich den Anzug hier habe. Das ist so ein Winteranzug von Gamagatsu und ich kann nur sagen, das Ding hält echt warm. Unten drunter habe ich noch immer so eine Thermounterwäsche. Dann ganz normalen Pulli und dann halt wie gesagt den Anzug. Und ja, obwohl es jetzt, ihr seht es am Ufer, ist alles gefroren. Wir haben so -1 Grad. Unten drunter weggefriere ich nicht. Ist wirklich ein super Anzug. Ey. Ich werde mal zu Beginn ungefähr mal so 15 Minuten liegen lassen. Probiere halt mal so die erste Stunde und
Sollte dann auf dem Platz nichts, absolut nichts gehen, werde ich mir wahrscheinlich noch eine zweite Route auspacken und ein bisschen weiter draußen probieren. Würde man sagen, dann ja, so auf 70 Meter habe ich auch nochmal eine Kante. Und da probiere ich nochmal weiter draußen. Aber wie gesagt, der Altrhein hier ist halt riesig und zwischendrin sind noch Seen. Und wenn dann so ein Schwarm Rotaugen oder Schwarm Weißfisch, man weiß nie genau, wo sie sich aufhalten. Man braucht da auch immer ein bisschen Glück. Genau hier an dem Platz habe ich früher schon richtig große, schöne Rotaugen fangen können. Aber wie gesagt, ist immer so ein bisschen Glückssache, wo sich jetzt gerade die Fische genau aufhalten. Ne? Wir werden es mal sehen, Leute. So, Freunde, also die erste Stunde ist rum. Wie zu erwarten, schwierig. Also ich hatte noch keinen Biss, noch gar nichts. Und was ich jetzt probiere, jetzt greife ich nochmal hier in die Trickkiste und werde nochmal richtig viel Aroma reinbringen. Also wieder hier im Korb gefüllt. So, jetzt zum einen sprühe ich jetzt mal kräftig den Korb ein mit meinem Spezial-Rotaugenspray. So. Und den Hakenköder. Moment. In dem Fall jetzt einfach mal zwei kleine Maden. Nochmal hier in so einen Spezialdip. Der Pulverdip. Roach. So. Okay, also ist das schön benetzt. Dann werden wir mal schauen, Freunde, ob das was bringt jetzt. Alles wie gehabt. Ich muss auch immer mal wieder die Rutenringe vom Eis befreien. So. Gegenüberliegendes Ufer, dem Baum als Ziel. So, zurückschwingen und ab dafür. An der gespannten Schnur absinken lassen. Ich mache noch die Rutenspitze ins Wasser. So, jetzt leg mal ab. Ganz leicht spannen. So, jetzt heißt es einfach noch mal ein bisschen warten und ja. Vielleicht kommen ja die Rotaugen auf den Platz. Ganz kurz zu meinem Gerät, was ich so verwende. Ich habe jetzt hier eine 3,60 Meter lange Rute. Eine ganz feine Spitze, 0,75. Eine 10er geflochtene Schnur. Kurze Schlagschnur von 1,50 Meter ungefähr. Wo dann meine Montage drauf läuft. Die Rolle, eine 4000er. Ja, einfach alles ganz fein abgestimmt. Ein ganz kleines Häkchen, dünndrähtig, den 1010R von Gamagatsu. Ja, einfach so fein wie möglich angeln. Ne? Hakenköder, Maden und Pinkies. Immer mal wieder ein bisschen Hanf mit in den Futterkorb. Ja, da heißt es einfach nur ein bisschen Geduld haben. Und wenn nicht, wenn nichts beißt, ist auch nicht schlimm. Hatte ich einen schönen Angeltag trotzdem. Es macht einfach Spaß, hier in der Natur zu sitzen, auch wenn es heute ein bisschen kalt ist. Aber wie gesagt, mit dem Anzug ist es trotzdem noch angenehm. Naja, wir warten mal ab, Leute. Werd noch so zwei Stündchen machen. Wenn jetzt in der nächsten halben Stunde nichts geht, lege ich mir noch einen zweiten Platz an, weiter draußen, wo ich immer mal probiere und dann mal gucken, Leute. Wie gesagt, das ist Angeln. Und beim Angeln ist es so, gerade im Winter. Aber ich bin immer noch zuversichtlich, dass wir ein paar schöne Rotaugen fangen. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ich werde jetzt mal langsam aber sicher zusammenpacken. Ja, so ist Angeln, Freunde. Heute hat es mir leider nicht geklappt mit dem Fisch. War ein klassischer Schneidertag. Guckt mal nochmal, wie die Maden aussehen. Ja, alles unberührt, weil sonst hätte ich noch weiter geangelt. Ich hätte so gern heute einen Fisch gefangen, ne? Irgendein Rotauge oder so. Aber, Freunde, was soll ich sagen? Es war einfach nicht drin. Ne? Und so ist Angeln. So ist Angeln, Leute. Aber, Leute, wenn ihr am Wasser seid,
wünsche ich euch ganz viel Petri Heil. Fangt mehr wie ich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Angeln. Bis zum nächsten Mal. Mir hat es heute trotzdem riesen Spaß gemacht. Es war heute richtig schön in der Natur. Ich habe auch einen Eisvogel gesehen. Und es war einfach toll. Wie gesagt, Freunde, bis demnächst. Macht's gut und ciao.